Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wochenhoroskop von 27. August bis 2. September 2018 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen ihren Horoskopen anderes, als wir in westlichen Astrologie das kennen. Weil die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession, was nichts anderes ist als die Bewegung unserem Sonnensystem. Auch wenn das eine ganz langsame Bewegung ist, aber immerhin in tausenden Jahren verändert sich etwas. Und diese Veränderung wird hier in indischen Astrologie berücksichtigt. Andere Berechnung, andere Ergebnis, also nicht wundern, wenn ich was erzähle über Sonne, Mond und die Planeten und ich beschreibe, in welchem Tierkreiszeichen das befindet, dass es ganz anderes ist als unserem Astrologie, unserem westlichen Astrologie, das vermittelt. Die indische Astrologie kennt auch die Mondhäuser, was nichts anderes ist als die Tagesbewegung des Mondes und die Einflüsse von Fixsternen. Dazu gibt aber eine schöne mythologische Geschichte. Der Mond ist ein Mann und verliebte sich ein hübsches junges Dame und wollte heiraten. Und der Vater des Mädchens, also der Schwiegervater, sagte zu ihm, ja, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst alle ihre Schwester auch heiraten. Und es waren 27 Frauen. Der Mond heiratete alle 27 Frauen und besucht jeden Tag eine von seinen Frauen. Und das ist die Mondbewegung, das heißt, jeder Mondhaus beschreibt eine von seinen Ehefrauen und auch die Eigenschaften. Natürlich kommen die Einflüsse von Fixsternen, also die Beschreibung ist korrekt, weil beschreibt den Sternenhimmel, aber andere Eigenschaften und Mond vermittelt Tag zu Tag was anderes und damit beeinflusst unserem Leben, beeinflusst unserem Alltag. 27. August 2018 ist Montag. Montag ist ein Mondtag. Mond hat einen Einfluss auf unsere Gefühle. Nicht nur das, sondern beeinflusst unsere Träume, unsere Sehnsüchte, unsere Visionen. Also dieser Montag ist wichtig, dass wir unseren Gefühlen bewusst wahrnehmen oder unseren Träumen, unseren Visionen. Vollmond ist vorbei und hat begonnen die abnehmende Mondphase und Montag sind wir bei der ersten Tithi. Das ist die Entfernung, Mondentfernung von diesem Vollmondposition. Also Mond nimmt ab. Warum? Weil Mond hat kein eigenes Licht. Mond bekommt die Licht von der Sonne. Wenn die beiden sich treffen, dann ist es ein Neumond. Und Mond ist dann für uns unsichtbar, weil bekommt kein Sonnenlicht. Dann entfernt sich von dieser Position und die Sonne bestrahlt und wir erleben als zunehmende Mondphase wird uns sichtbar. Wenn die beiden gegenüberstehen, so wie am 26. August, dann ist es Vollmond, weil die Sonne kann den Mond voll und ganz beleuchten. Dann entfernt sich Mond von dieser Position, bewegt sich auch schneller als der Scheinbewegung die Sonne und nimmt von diesem Kraft, in diesem Sonnenkraft ab, weil nähert sich wieder zu die Sonne zu und bekommt immer weniger Licht von die Sonne und wir erleben das als abnehmende Mondphase.
Und Tag zu Tag ändert sich die Entfernung zwischen den beiden und die indischen Astrologen beschreiben diese Entfernung, Sonne-Mond-Entfernung, als Tithi. Und jetzt nach Vollmond sind wir Montag am 27. August in die erste Tithi, erste Tag nach dem Vollmond. Und das bedeutet ein Neubeginn oder etwas planen, neu orientieren. Wir können gut, es ist ein guter Omen und wir können gut planen in diesem Tag und es ist Montag. Was soll passieren in die kommenden 14 Tagen? Also ein Plan für die kommenden 14 Tagen und damit starten wir. Und das ist, steht alles im guten Sternen. Montag, an diesem 27. August, bewegt sich Mond in Tierkreiszeichen Wassermann. Die Mondhaus heißt Shatabisha und bedeutet übersetzt 100 Ängste oder 100 Sterne. Das heißt nicht, dass wir in diesem Tag Angst haben sollen, sondern damit uns bewusst ist, wenn wir etwas verändern möchten in unserem Leben oder wünschen wir Glück und Erfolg, das sind die 100 Sterne, dann ist das wichtig, angstfrei handeln. Und gerade in dem Montag, wo ein Mondtag ist und wir fühlen das auch, wichtig ist mit unseren Gefühlen bewusst umgehen und Angst loslassen. Und wenn das gelingt, angstfrei leben, angstfrei handeln und können wir planen für die kommenden 14 Tage, dann sind diese Sternen, die 100 Sterne wirken in diesem Mondhaus und das bedeutet Licht, Klarheit, etwas Angenehmes und auch Glück und wir können etwas Neues starten, was ein gutes Fundament ist, was uns Erfolg und Glück verspricht. Die einzige Hindernis ist die Ängste, diese 100 Ängste. Nach dieser indischen Berechnung bewegt sich Neptun rückläufig in Tierkreiszeichen Wassermann und entsteht ein Neptun-Mond-Konjunktion. Die wirken dann zusammen und das bedeutet unseren Visionen, unseren Träumen, unseren Gefühlen. Das ist sehr, sehr intensiv, kann natürlich auch bedeuten intensive Träume. Und die Träume haben auch wichtige Botschaften, das ist die Sprache der Seele, also das ist auch gut möglich. Dieser Wassermann-Mond natürlich aktiviert etwas in unserem Leben, in unserem Alltag und das nehmen wir bewusst wahr, besonders was unseren Gefühlen betrifft. Unterstützt natürlich die Zwillingsgeborenen, unterstützt die Wagengeborenen, auch die Wiedergeborenen und auch die Schützengeborenen. Für die Löwengeborenen ist es etwas Besonderes, etwas anderes, weil die Löwengeborenen bekommen das als Spiegel und sie sollen in diesem Spiegel schauen. Also bewusst mit Ängsten, mit Gefühlen auseinandersetzen, weil sie bekommen von dem Leben das gespiegelt. Dieser Wassermann-Mond hilft auch für die Fischengeborenen und auch die Steinbockgeborenen. Immerhin sind es benachbarten Tierkreiszeichen, also kommt eine gewisse Unterstützung. Dieser Wassermann-Mond löst Unsicherheit aus bei den Krebsgeborenen und bei den Jungfraugeborenen und hindert die Stiergeborenen und auch die Skorpiongeborenen. Das heißt, die Stiergeborenen und die Skorpiongeborenen haben Hindernisse oder Ängste. Kann auch bedeuten, dass sie haben das Gefühl, es geht nichts voran. Es ist für die beiden Tierkreiszeichen nicht der richtige Augenblick zum Handeln. Dienstag. Dienstag befindet sich Mond im Grenzbereich zwischen Wassermann und Tierkreiszeichen Fischen und sind wir bei die zweite
Tithi, das bedeutet zweiter Tag nach dem Vollmond. Und dieser zweite Tithi bedeutet Handeln, Schritte machen. Alles, was wir gestern geplant haben, können wir im Tat umsetzen und wir haben die Mut, die Kraft und die Stärke, etwas Neues beginnen, also im Tat umsetzen. Die Mondhaus, was hier in diesem Bereich wirkt, Grenzbereich zwischen Wassermann und Fischen, hat einen Einfluss von Pegasus. Pegasus ist ein Stammbild im Himmel, eine geflügelten Pferd. Und es bedeutet die Befreiung. Und dazu gibt es eine schöne mythologische Geschichte, das kennen wir von der klassischen griechischen Mythologie. Es gab eine Königin namens Cassiopeia. Und Cassiopeia prahlte überall, ihre Tochter Andromeda sei die schönste. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Die Meeresjungfrauen haben sich beschwert bei Poseidon, bei Gott des Meeres, fanden das ungerecht und Poseidon wurde zornig und schickte den Walfisch zu diesem Königreich, die prahlenden Königin zu bestrafen. Dieser Walfisch dachte, naja gut, warum soll ich das tun, was Poseidon mir sagt? Ich treffe selbst die Entscheidungen. Und hat anderes gehandelt, als Poseidon das ihm befohlen hat und nahm die Königstochter, diese schöne Andromeda, und fesselte im Felsen. Andromeda hat Angst gehabt, weil in die Nähe war Medusa, die Furchterregenden mit ihren Schlangenhaaren. Und bis dann Perseus kam mit seinem Schwert und befreite Andromeda und tötete Medusa. Und in dem Moment, wo Medusa starb, könnte sich Pegasus sich befreien vom Mutterleib. Immerhin war Pegasus der Sohn von Medusa. Und das war dieser geflügelte Pferd, die Befreiung Pegasus. Und die beiden Lebenden, Andromeda und Perseus, haben sich auch von Angst befreit und mit diesem geflügelten Pferd sind die davon geflogen. Und in diesem Stammbild Pegasus, das ist dieses geflügelte Pferd, wo befreit wurde vom Mutterleib, von die Mutter, von dieser Medusa, ist ein wichtiger Stern und dieser Stern heißt Markab. Und Markab ist nichts anderes als die Sattel dieses Pferdes. Und das hat eine symbolische Bedeutung, etwas in Bewegung setzen, die Sattel selbst in Hand zu nehmen, die Richtung zu bestimmen, aktiv zu sein, die Veränderungen wahrnehmen oder einen Vertrag unterschreiben oder Termine ausmachen oder auf die Reise gehen oder Sport machen, etwas in Bewegung setzen aus eigener Kraft, aber beflügelt, ohne Angst. Also das ist die Bedeutung, etwas im Schwung zu bringen. Bei Sonnenaufgang befindet sich Mond noch im Wassermann, aber im laufenden Tag übergeht dann in Tierkreiszeichen Fischen. Diese Mondenergie unterstützt die Skorpiongeborenen, unterstützt die Krebsgeborenen, dann hilft auch bei Stiergeborenen, hilft auch bei Steinbockgeborenen und spiegelt etwas für die Jungfraugeborenen. Und die Jungfraugeborenen sollen in diesem Spiegel schauen, die Richtung bestimmen. Wo setzen sie ihre Kraft ein? Welche Richtung sollen sie sich etwas bewegen? Und das Leben spiegelt das auch. Man muss bewusst damit das wahrnehmen. Dieser Fischenmond unterstützt die Wiedergeborenen und unterstützt die Wassermanngeborenen. Immerhin sind benachbarten Tierkreiszeichen, also kommt diese Nähe, diese Unterstützung.
Dieser Fischenmond hindert die Schützengeborenen und hindert auch die Zwillingsgeborenen. Die haben das Gefühl, sie setzen die Kraft ein und es geht nichts voran. Oder kommen die Gefühle wie Angst und Zweifel. Eine gewisse Unsicherheit löst aus dieser Fischenmond bei den Löwengeborenen und auch bei Wassermanngeborenen. Dieser Dienstag ist ein Mars-Tag. Über Dienstag herrscht der Planet Mars und es hilft auch, Kraft zu zeigen, mutig zu sein, etwas in Bewegung setzen. Mittwoch am 29. August bewegt sich Mond in Tierkreiszeichen Fischen und befindet sich in die dritte Tithi, das heißt der dritte Tag nach diesem Vollmond. Und dieser dritte Tag bedeutet, hier vereint sich das weibliche und männliche Energie wie Mutter und Vater und dadurch entsteht etwas wie ein Kind. Das heißt, die Kräfte vereinen sich, das Weibliche, das sind die Gefühle und das Männliche, das ist die Tatkraft oder mehr das Bewusste. Und dadurch, durch diese Vereinigung, entsteht etwas Neues. Die Mondhaus heißt Uttara Bhadra und das bedeutet Selbstlosigkeit oder Mitleid, dieses Gefühl bereinigen. Dieses Mondhaus bedeutet auch etwas im Gleichgewicht bringen. Damit etwas Neues entstehen kann, es ist wichtig, im Gleichgewicht zu bleiben und das heißt geben und nehmen, aktiv und passiv, Gedanken, Gefühle, bewusste, unbewusste. Wir brauchen gerade den inneren Gleichgewicht. Was wir heute beginnen, das hat Bestand, das hat Hand und Fuß, aber vorausgesetzt ist, dass alles im Gleichgewicht bleibt. Mittwoch über diesem Tag herrscht Merkur und Merkur ist der Planet der Handlungen und die Kommunikation, also die Gespräche sind in diesem Tag auch sehr wichtig. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen und ich habe schon erwähnt am Dienstag schon, wie wirkt das, dieser Fischenmond auf dem einzelnen Tierkreiszeichen. Donnerstag und das ist die 30. August 2018. Mond bewegt sich noch in Tierkreiszeichen Fischen, aber im Grenzbereich, weil übergeht in Tierkreiszeichen wieder. Und Donnerstag befinden wir uns in die vierte Tithi, das heißt die vierte Tag nach Vollmond. Und das bedeutet eine Kreuzung. Und das heißt, Schicksalswegen kreuzen sie sich, schicksalhafte Begegnungen. Oder wir stehen wie in einer Kreuzung und treffen wichtige Entscheidungen oder überlegen wir, wie geht es jetzt weiter, geradeaus oder links oder rechts. Dieser Tag ist sehr gut, auf die Reise gehen, einen Vertrag unterschreiben, etwas gründen und gute Geschäfte machen. Das ist ein Tag, wenn wir etwas jetzt beginnen, wenn wir etwas anfangen, das hat Erfolg. Mond hat einen Einfluss von Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Revati. Und das bedeutet etwas Angenehmes oder eine schöne Ausstrahlung. Hier in diesem Bereich wirkt Andromeda, die schöne Königstochter. Und Sirach ist die Hauptstern von diesem Sternbild, zeigt auch Kreativität, Stärke und auch Schönheit. Im heutigen Tag sind es Themen wie Schönheit oder Blüte oder angenehme Begegnungen, eine tolle Ausstrahlung und auch Liebe und Wertschätzung. Im heutigen Tag bekommen wir einen klugen Rat, kann auch bedeuten, dass wir einen Rat geben für anderen.
Donnerstag ist ein Jupiter-Tag und Jupiter ist das Glücksplanet, aber auch die Planet, die Gerechtigkeit. Und es kann auch Themen sein, was die Recht, die Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit oder eine rechtliche Lage betrifft. Aber kann auch Jupiter bedeuten, wir vergrößern etwas oder haben wir schlicht einfach heute Glück. Freitag am 31. August 2018 bewegt sich Mond in Tierkreiszeichen wieder. Sind wir in 5. Tithi und das bedeutet den 5. Tag nach dem Vollmond und hier liegt die schöpferische Kraft, aber auch Einflüsse von außen und es ist wichtig, jetzt uns durchsetzen, Kraft zu zeigen und die Ziel nicht aus den Augen verlieren, auch wenn jemand es versucht, verhindern oder anderen Einfluss kommt. Es ist aber möglich, dass durch diese Einflüsse eine andere Richtung geht, alles, dass ein Wechsel kommt. Es muss nicht negativ sein, das kann auch was Gutes bedeuten. Und dieses Mondhaus, was hier die Bewegung ist des Mondes, bedeutet eine Vereinigung mit der Sonnenkraft. Aber es ist wichtig, das zum Einschätzen, wie viel haben wir von dieser Feuerenergie, von dieser Sonnenkraft. Wenn das zu viel ist, dann fühlen wir uns ausgebrannt. Also im Gleichgewicht bleiben, nichts übertreiben, also das ist wichtig, nichts übertreiben, sondern damit bewusst sein, dass die Sonne unterstützt uns, da haben wir die Klarheit, die Orientierung, die Begeisterung, die Herzenswärme, wir können die Augen öffnen für etwas, immerhin Sonne hat einen Bezug zu unserem Auge, aber auch auf unserem Herz und da kommt auch Hilfsbereitschaft, Herzenswärme, Herzensangelegenheiten, aber wenn wir das übertreiben, das kann natürlich zu Wut führen, gebrannte Energie oder Enttäuschungen, also nicht übertreiben diese Feuerelement. Hier in diesem Bereich sind wir bei Andromeda-Nebel. Andromeda-Nebel wirkt auf diesem Tag, auf diesem Mondbewegung. Und hier befindet sich Vertex und das ist ein Knoten. Das heißt, viele, viele Sterne treffen sie sich wie in einen Knoten und wir wissen nicht, welche Richtung. Sind Einflüsse von außen und wir verlieren ein bisschen die Orientierung. Und wir wissen nicht, in welche Richtung soll das weitergehen. Kann auch bedeuten, immerhin das Andromeda-Nebel, einen Nebelzustand. Aber wichtig ist, im Sonne bleiben, in dieser Sonnenenergie bleiben. Und das ist die Klarheit oder die Augen öffnen an die Möglichkeiten. Aber wie gesagt, nicht zu viel Feuerelement, nichts übertreiben. Freitag steht im Einfluss von Venus, weil Venus herrscht über Freitag. Also es sind auch Themen wie Liebe, Partnerschaft. Und hier ist auch wichtig, nicht zu wenig, nicht zu viel, sondern in die Gleichgewicht, im goldenen Mitte bleiben. Wenn wir etwas übertreiben in die Liebe, Partnerschaft, dann kann auch bedeuten, dass die andere ist vielleicht, dass zu viel Energie ist und zieht sich zurück. Also weniger ist manchmal mehr. Samstag befinden wir uns im 6. Tithi. Das heißt, der 6. Tag nach dem Vollmond. Und das bedeutet Reinigung und Heilung. Und können etwas Neues entstehen, eine Neuentdeckung, eine Überraschung. In diesem Mondhaus verspüren wir die Mütterlichkeit, die Fürsorglichkeit, die Gastfreundschaft, kommen auch Erinnerungen und auch Nostalgie. Mond befindet sich im Grenzbereich zwischen Widder und Stier. Dieses Mondhaus bedeutet, dass wir etwas Neues entdecken im heutigen Tag. Dieses Mondhaus bedeutet auch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Samstag wird von Saturn beherrscht und Saturn möchte Sicherheit, Stabilität, Halt in unserem Leben. Aber Saturn ist auch der große Lehrmeister. Nicht nur der große Lehrmeister, sondern Saturn ist der Planet der Schicksal, Planet der Karma, hat einen Einfluss auf diesen Tag. Sonntag, und das ist die 2. September 2018, sind wir im 7. Tithi, das heißt den 7. Tag nach dem Vollmond. Und das bedeutet, wir sollen die Kraft bewusst einsetzen, weil das kann zum Erschöpfung führen. Und nicht zu hitzig reagieren auf etwas, weil das führt zu Reibungen, Auseinandersetzungen oder um Streitigkeiten. Also wir sollen diese Streitigkeiten eher vermeiden. Die Mondhaus, und das ist schon in Tierkreiszeichen Stier, Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Stier. In diesem Mondhaus wirken die Plejaden und die Plejaden sind die 7 Geschwister. Bekannt ist er von Alkyone, da die Böse über die Böse siegt, stürzt die Bösen. Und diese Geschwister, das Ehefrauen des Mondes, also die Frau, wo Mond gerade in diesem Tag besucht, das ist eine Feuergöttin in indischen Mythologie, also überreicht die Feuer. Aber hier ist auch wichtig zu beherzigen, nicht so viel, weil das kann wirklich zum Reibungen, zum Streit führen. Das ist die wildeste von allen Schwestern, aber vermittelt doch etwas Angenehmes, das ist die Sinnlichkeit, die Schönheit und die Stolz. Sonntag wird von Sonne beherrscht und Sonne gibt auch die Klarheit, öffnet unseren Augen für etwas und vermittelt selbstverständlich die Wärme, die Herzenswärme. Aber wenn das zu viel ist, dann fühlen wir uns ausgebrannt. Noch zurück zu der Mondbewegung. Freitag und Samstag bewegt sich Mond in Tierkreiszeichen wieder und diese Mondenergie unterstützt die Löwengeborenen, unterstützt die Schützengeborenen, auch die Wassermanngeborenen und auch die Zwillingsgeborenen. Für die Wagengeborenen spiegelt etwas. Das heißt, die Wagengeborenen sollen im inneren Gleichgewicht bleiben. Diese Mondbewegung, dieser Widermond hilft auch die Stiergeborenen und auch die Fischengeborenen. Eine gewisse Einschränkung verspüren die Krebsgeborenen und die Steinbockgeborenen und löst Unsicherheit aus bei den Jungfraugeborenen und auch bei den Skorpiongeborenen. Dann ändert sich etwas am Sonntag. Bei Sonntag bewegt sich Mond in Tierkreiszeichen Stier und dieser Stiermond unterstützt dann die Jungfraugeborenen, unterstützt auch die Steinbockgeborenen, auch die Krebsgeborenen und die Fischengeborenen. Dieser Stiermond spiegelt etwas für die Skorpiongeborenen. Sie sollen in diese Spiegel schauen, nichts übertreiben, im Gleichgewicht bleiben. Dieser Stiermond hilft etwas für die Widergeborenen, hilft auch die Zwillingsgeborenen, aber schränkt ein die Wassermanngeborenen und die Löwengeborenen und löst Unsicherheit aus bei den Wagengeborenen und bei den Schützengeborenen. Und das war die Mondbewegung. Was noch wichtig ist, dass die Sonne wechselt Freitag die Mondhaus, also die Richtung, die Orientierung kann Freitag ein Wechsel kommen. Das kann in allen Bereichen, das in andere Richtung geht oder sollen wir in andere Richtung schauen. Das kann beruflich sein oder auch in die Liebe, Partnerschaft. Und jetzt die einzelnen Tierkreiszeichen. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe nach diesem indischen Berechnung. Und das heißt, bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Löwe in Osthorizont auf und steht eine wunderbare
Verbindung zum Saturn. Saturn ist rückläufig in Tierkreiszeichen Schütze. Und diese Rückläufigkeit bedeutet alte karmische Themen oder Kindheit, Vergangenheit. Und da kommt mehr Klarheit, mehr Orientierung oder eine Reinigung, dass wir alles uns bewusst ist, was war in früheren Leben, was war in Kindheit, dass wir das aufarbeiten und diese Energie natürlich spüren in erster Linie die Löwengeborenen und spüren die Schützengeborenen. Dann sind Themen bei den Löwengeborenen, etwas ins Licht zu bringen, etwas präsentieren, wahrgenommen werden und mit ihrem Selbst, mit ihrem Selbstbewusstsein, mit ihrem Selbstbewusst zu sein, eine starke Selbstbewusstsein, eine selbstbewusste Auftreten ist sehr wichtig zurzeit bei den Löwengeborenen. Bei Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen bewegt sich Venus, die Liebesplanet, und das sind natürlich Themen wie Liebe, Partnerschaft, selbstverständlich, und die Bereich, wo die Jungfrau befindet sich im Horoskop, das sind die Bereich, die Werte, die Wertschätzung, das Selbstwertgefühl, und das hängt aber auch mit den Finanzen zusammen, energetisch hängt es mit den Finanzen zusammen. Das heißt, für die Jungfrau Geborenen ist wichtig, die Finanzen in Ordnung bringen, und Thema Liebe, Partnerschaft ist auch wichtig und auch die Wertschätzung, also Respekt verlangen. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen. Nach indischen Berechnung hier befindet sich Jupiter. Jupiter ist der Planet, was etwas vergrößert, bringt auch Glück in unserem Leben und vertritt die Gerechtigkeit. Oft hat ein Einfluss auf eine rechtliche Situation. Dieser Jupiter steht in Spannung zum Merkur, und das sind die Handlungen, die Termine, die schriftlichen Sachen und die Gespräche. Also entweder kommt Ungerechtigkeit oder in eine rechtliche Lage geht nicht voran. Was diese Merkur-Energie betrifft, das hindert gerade die Waagegeborenen dabei, etwas vergrößern und zum Erfolg bringen. Und es handelt sich um Gespräche oder Termine oder Handlungen. Kann auch bedeuten, dass jemand andere Meinung hat und die Waagegeborenen können von diesem Projekt die anderen nicht überzeugen. Was noch wichtig ist bei die Waagegeborenen, kleinere Veränderungen oder eine kleine Reise oder Besuch oder eine Einladung von Verwandten oder Bekannten. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen brauchen Sicherheit, Stabilität, einen festen Boden unter den Füßen, und es ist auch wichtig, die eigene Zuhause. Entweder ziehen sie zurück und genießen ihren eigenen Heim oder verschönern etwas zu Hause. Ein Umzug ist auch möglich. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen verspüren die schöpferische Kraft. Sie haben tolle Ideen und sie können das im Tat umsetzen. Damit haben sie Erfolg. Thema Kinder spielt auch eine Rolle. Entweder eigene Kinder oder Arbeit mit Kindern oder die Erinnerungen an eigene Kindheit. Saturn steht in Verbindung zum Sonne, und das ist eine schöne Verbindung. Und dieser rückläufige Saturn in Tierkreiszeichen Schütze natürlich auch Erinnerungen, aber da kommt mehr Klarheit und vieles wird gerade aufgeräumt, bereinigt. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen haben Kraft und Mut und auch Möglichkeiten, beruflich etwas verändern. Thema Beruf, Berufung spielt gerade eine Rolle bei den Steinbockgeborenen, aber auch Gesundheit und Heilung. Und sie verspüren gerade die Lebenskraft. Das ist auch eine Heilenergie. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen ist ein wichtiges Thema, die Liebe, Partnerschaft, und sie wünschen ihre Träume zum Leben.
Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen befinden sich einen Prozess und es ist die Wandlung oder ein Heilprozess. Sie sind gerade dabei, aufräumen an ihrem Leben, von vieles verabschieden, loslassen, von etwas trennen. Die ämtliche Situationen spielen auch eine Rolle, wie Finanzamt oder Banken, Versicherungen oder Gericht, erbschaftlichen Themen ist auch möglich bei den Fischengeborenen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen befinden sich in einer großen Reise. Das kann Urlaub sein, aber kann auch eine innere Reise sein und die Erkenntnisse, die erkennen gerade die Zusammenhänge oder die sind gerade im Rückzug und die meditieren oder haben ihren Vorstellungskraft. Und daran liegt die Stärke momentan bei den Wiedergeborenen, weil das bringt auch die Veränderungen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist wichtig, die Anerkennung. Viele Stiergeborenen möchten sich beruflich was verändern und sie sind auf dem Weg, ihre Berufung zum Leben. Aber ein bisschen fehlt der Mut dazu, etwas Neues zum Starten, wäre aber der richtige Zeitpunkt dafür. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen haben die Wünsche und auch die gute Hoffnung, dass das zum Erfüllung geht. Und daran sollen die Zwillingsgeborenen glauben und daran auch vertrauen. Neue Bekanntschaften, Freundschaften sind auch möglich und die Zwillingsgeborenen organisieren etwas. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen brauchen gerade die Ruhe und sie sind momentan im Rückzug. Die vorbereiten gerade etwas und sie versuchen dann in den nächsten Tagen neu orientieren und treffen wichtige Entscheidungen, aber momentan verinnerlichen das, aber sie bringen das noch nicht ins Licht, weil es ist besser momentan bei den Krebsgeborenen darüber schweigen. Was noch wichtig ist, erwähnen für die kommenden Wochen, Montag und Dienstag haben wir ein Mondenergie, ein Mondeinfluss, was unsere Träume, Visionen und Wünsche beeinflusst und das sollen wir auch bewusst wahrnehmen. Und Freitag sind Überraschung möglich oder Veränderungen, plötzliche unerwartete Ereignisse sind auch zum Erwarten. Das sind die Einflüsse dann am Freitag. Eine Wende, eine neue Richtung, aber das kommt plötzlich und unerwartet. Und das war mein Wochenhoroskop. Ich möchte noch die Blitzberatungen erwähnen. Was ist es und wie funktioniert es? Es sind E-Mails-Beratungen und es geht wirklich blitzschnell. Das heißt, Sie schreiben mir ein E-Mail, beschreiben Sie Ihre Lebenssituation, stellen Ihre Frage und bekommen Sie eine Antwort noch im selben Tag. Spätestens im nächsten Tag haben Sie schon die Antwort. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.